Obwohl sich der Markt in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld befindet, ist die MIBA AG auch im vergangenen Geschäftsjahr wieder deutlich gewachsen. Der Jahresumsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,1% auf über 1,2 Milliarden Euro gestiegen. Wenn wir uns über mehrere Jahre anschauen, in den letzten 10 Jahren, konnten wir als MIBA unseren Umsatz verdoppeln, sogar über 15 Jahre unseren Umsatz verdreifachen. Und das ist etwas, was für uns als Familienunternehmen eine schöne langfristige Sache ist, wo wir wissen, wir sind am richtigen Weg zu wachsen. Und das wollen wir auch in Zukunft weiter fortführen. Das größte Wachstum verzeichnet der Industriegüterbereich. Dort hat das Unternehmen 60% seines Umsatzes erwirtschaftet. 40% kommen aus dem Automotive-Geschäft, welches nach wie vor umfangreich bleiben wird. So haben sich die Umsätze im Bereich der batteriebetriebenen Fahrzeuge in den letzten 2 Jahren genauso verdreifacht wie jene im Windenergiegeschäft. Die MIBA-Technologie kann in Bremsen, Getrieben, Rotorhauptlagern sowie in der Elektronik der Windturbinen zum Einsatz kommen. Unsere Unternehmensmission ist ja schon seit über 10 Jahren Technologies for a Cleaner Planet. Das heißt, wir wollen Technologien zur Verfügung stellen, in einer engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln, damit ihre Produkte, die Produkte unserer Kunden nachhaltiger sind und damit CO2 einsparen. Und das ist heute eigentlich auch der Treiber für unseren Wachstum, für Anwendungen im Bereich Wind, aber genauso für Anwendungen im Bereich Batterien. In den 29 Produktionswerken weltweit werden über 7600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Und diese sollen sich auch zukünftig noch mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist ja genau diese MIBA-Kultur, dass jeder mitdenkt, dass jeder, sag ich mal, so Leitplanken hat, was unsere Mission ist, der Sinn dahinter und jeder mit Hirnschmalz, Engagement und Freude, sei es Verbessern unserer CO2-Statistik intern, Verbessern des Abfalls, Verbesserung des Wassers intern machen, aber genauso wichtig, um nicht zu sagen noch wichtiger als Impact, neue Technologien auf den Markt bringen für unsere Kunden, damit die Anwendungen unserer Kunden noch sauberer und effizienter werden. Und dafür wird auch Geld in die Hand genommen. So wird unter anderem am Hauptstandort in Laakirchen ein Aus- und Weiterbildungszentrum gebaut. Gesamt investiert die MIBA AG 130 Millionen Euro in die Zukunft des Unternehmens.